Hallo Elektronikfreunde, zu meinem letzten Video hier zum Thema Ausstellungsanzeige mit dem UAA 180 gab es eine Anfrage und zwar hier von Koshik Hero. Der fragte nämlich, ob ich nicht ein Video machen kann, um dort mit dieser Schaltung einen Water Level Indicator zu bauen, also ein Wasserstandsmesser sozusagen mit dieser Schaltung, und ich habe dazu mal was aufgebaut. Man sieht jetzt hier den Aufbau, den ich mit Fischertechnik gemacht habe in dem Fall. Hier dieser kleine Arm mit dem Schwimmer hier in dem kleinen Becher. Und dort ist hier auf der linken Seite hier die Elektronik mit dem UAA 180. Und wenn ich jetzt hier Wasser reinkippe, dann geht der Schwimmer natürlich nach oben. Und die Anzeige geht dann auf das Maximum. Und wie das jetzt im Detail hier funktioniert, das möchte ich kurz erläutern. Man sieht jetzt hier die Konstruktion von oben. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe also die Potentiometerachse hier mit dem Arm verbunden, und so dass sich die Achse vom Potentiometer mitdreht, wenn ich hier hoch und runter gehe. Und anschließend habe ich jetzt das Potentiometer an 12 Volt angeschlossen und den Schleifer, da habe ich mal die Spannung gemessen. Und im untersten Zustand, also wenn jetzt der Schwimmer ganz unten ist, dann habe ich hier 2,16 Volt ungefähr. Und wenn ich die jetzt hoch bewege, und ich denke mal, so ungefähr ist das Maximum, dann ergeben sich dort in etwa ungefähr 6,5 Volt, sodass ich jetzt im Prinzip meine Referenzen habe, das Minimum und das Maximum für den UAA 180. Um für die untere Referenzspannung hier 2,1 Volt rauszubekommen, habe ich einfach eine grüne Leuchtdiode genommen, denn die Vorwärtsspannung liegt dort ungefähr bei 2 Volt. Dann habe ich die Leuchtdiode genommen und gemessen, bei den Strom, bei welcher Spannung dann 2,1 Volt über der grünen Leuchtdiode abfallen. Und ein Strom ergab sich dann von 17,5 mA. Also wenn durch die grüne Leuchtdiode 17,5 mA hier in meinem Fall fließen, fallen dort 2,1 Volt ab. Ist also genau die Referenz. Und mit der Angabe von 12 Volt und dem Strom kann ich dann die beiden Widerstände hier ausrechnen. Bei dem einen Widerstand habe ich jetzt einen 220 Ohm plus einen 10 Ohm genommen. Das sind ungefähr 230 Ohm, also nicht ganz, was jetzt hier ausgerechnet wurde. Und für den anderen Widerstand habe ich genommen 330 Ohm plus 2 mal 15 Ohm in parallel. Also nicht ganz 337 Ohm. Und so komme ich aber ganz gut hin. Ich will das mal kurz zeigen, wie das aussieht. Man sieht jetzt hier die grüne Leuchtdiode und die Widerstände. Der weiße und der graue, das sind jetzt die Referenzpunkte für den UAA 180. Und bei dem unteren Referenzpunkt bekomme ich jetzt hier auf dem Multimeter 2,18 Volt. Und der obere Referenzpunkt, da muss ich mal kurz umstecken hier, der liegt also hier bei knapp 6,2, also nicht ganz 6,5, aber das passt trotzdem so ganz gut. In der Schaltung habe ich ja hier das Potentiometer eingezeichnet, was an Pin 17 angeschlossen ist, als Spannungsteiler geschaltet. Und was ich jetzt mal machen werde, ich werde jetzt mal dort messen, und man sieht jetzt hier, es ist kein Wasser drin, 2,16 Volt sind jetzt dort vorhanden, und das ist also die untere Referenz, und wenn ich jetzt hier ein bisschen Wasser reinkippe bis zum Maximum, dann steigt das natürlich an, diese Spannung, und er geht auf ziemlich genau 6,1 Volt, also das haut ganz gut hin mit der oberen Referenz, damit funktioniert diese Schaltung ganz gut. Ja, das war mal wieder ein kleines Add-on-Video zu dem vorherigen Video mit dem UAA 180. Ich hoffe, es war interessant, und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.